Hallo meine Lieben, hier sind wir wieder und nach dem bombastischen Mass Effect Andromeda und nachdem es ja heißt, es wird auf Eis gelegt. gut, habe ich nichts anderes zu tun, außer Mass Effect zu spielen. Das Original. Gut. Ich habe gleich einen ersten Dämpfer verpasst bekommen. Ich kann nicht mit meinem Controller spielen. Not amused bin ich jetzt. Und was bleibt mir anders übrig, als das mit der Maus zu machen? Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Ja? Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Cool. Meine Daten sind nicht mehr vollständig. Sahen sie so aus? Nein! Individueller. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil Jordan. Zu erhalten. Ich heiße nicht Jordan. Ich heiße Sarah Ryder. Nee, Sarah Shepard. Okay. Sarah Ryder ist in die Vergangenheit gereist, um nachzugucken, was denn da bitte los war. Vor ist eigentlich auch nicht hoch auf wieder Hals seine Falten kriegt. Ach du Scheiße. Wieso alter ich, wenn ich das Kind vorstelle? Was wissen wir über Shepard? Sie ist in den Kolonien aufgewachsen. Sie weiß, wie hart das Leben da draußen sein kann. Ihre Eltern wurden von Sklavenjägern beim Angriff auf Minduir getötet. Sie hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Sie hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf. Ihr allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Ihr Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür. Gedenkt Forscher auf dem Mars-Überrest einer alten Zivilisation. Ja, dadurch konnte man natürlich schneller reisen. Kraft dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die Raumzeitgefühle gut kontrollieren. Die größte Entdeckung der Geschichte. Zivilisation nennt es Mass Effect. Dass man das nicht automatisch anhalten kann, ne? Das ist vom Andromeda aus. Jupiter! Wow, ein bekannter Planet. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Arcturus Massenportal, jawohl, ja. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Man ist gleich Mr. Overlord irgendwie. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Naja, also das ist aber... Naja, also, ne? Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Ha!
sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Sag mal, wer bist du eigentlich? Hallo? Hör mal auf zu schießen! Hör mal auf zu schießen! Also. Alter, jetzt legt die Waffen weg! Kann ich mit dem Controller nichts tun? Bring mir meinen Controller wieder! Verflucht, tu die Waffe weg! Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht... Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Ja, das ist ja schön. Wieso laufe ich hier mit einer Waffe rum? Es ist wahr. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre. Die sind immer auf Mission. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ja. Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Ma'am. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Ja. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Niles ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Eine Tarnung? Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Ich auch nicht. Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Ma'am. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Okay. Irgendetwas geht doch hier vor. Ja. Sie trauen Niles nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Niles dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Niles muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Niles scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Mir gefällt das außerordentlich, dass wir etwas Besonderes planen. Was mich zu der nächsten Frage bringt. Welche Aliens kennen wir hier offiziell eigentlich schon? Nur die Turianer oder auch schon mehr? Naja. Okay, das haben wir schon. Ich sehe mir die Sache mal an. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Nein, jetzt fängt die schon wieder an. Oh Mann, ey. Ich soll das wegräumen. Versuch's gerade mit den F-Tasten. Ja, der schüttelt doch mit dem Kopf. Oh, meine Frau. Oh.
Okay, das hätte mal. Kann man jetzt mal die Waffe wegräumen? Was war das letzte Mal, Waffe wegräumen? Lange auf Escape. Lange auf eine Taste, aber ist halt nur Controller gewesen, ne? Ah, okay, das muss man nicht gedrückt halten, das ist schon mal gut. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den... Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ist denn noch... Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Habt ihr doch recht. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Ja. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. So, jetzt können wir mal die Maus in Ruhe lassen? Was ist das? Die Galaxiekarte? Nur der kommandierende Offizier darf... Oh Mann, ich will mal gucken. Ich bin der Passwalter, lass mich an die Karte. Ah, naja, okay. So. Ach so, das ist einfach nur... Darf ich nicht wirklich schneller mit dem Ding, oder? Na. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Okidoki. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Kommunikationsraum ist. Ah, okay. Hab ich gerade nicht gesehen. Schön. Ohne Meldung. Ich bin hier der Chef, Alter. Hey, Spectre. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Wo ist Captain Anderson? Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Weiß ich nicht. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ja, keine Überraschung. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Ja. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn Sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Gyllianischen Angriffs aufgehalten. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch Ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich Sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen.
Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Meine Theorie, Proteaner gleich Reaper. Die späteren Feinde. Ich weiß ja wirklich noch nichts. Mach das Spiel das blind. Ich weiß nur, die Reaper sind die Feinde, die alle 100.000 Jahre kommen. Von daher passt das ja vielleicht, ne? Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt. Aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Ja, ist okay. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Das sieht aus wie im Film. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Ja, könnt ihr das mal ausmachen. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Verlaus ihm doch, der noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Das sind bestimmt die Reaper schon. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Ja, verstanden. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück. Auf geht's, komm. Nähern uns Landestelle 2. Oh, cool, wir haben auch so ein Tempest-Ding. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Aha. Riecht nach Rauch und Tod. Oh Gott! Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, hab ich. Das kann ich. Das hab ich irgendwie schon hingekriegt.
Okay, okay. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Ah, ich kann da gar nicht runter. Oh, Taktik halt. Ist ja interessant. Achso, da kann ich den anderen beiden sagen, wie die dann agieren sollen. Ja. Okidoki. Was zur Hölle sind das für Dinger? Gastaschen. Keine Sorge, die sind harmlos. Gastaschen? Ha! Was regnet hier runter? So, jetzt sind wir aber auch schon mit unserer Zeit schon lange durch. Ich habe eigentlich schon überzogen, ne? Wir haben ja gerade gespeichert. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Break und sehen uns im nächsten Video. Tschüss!